herzlich willkommen zurück zum Videolernzyklus Mengenlehre. In diesem Video wollen wir uns mit elementaren Mengenoperationen beschäftigen. Dazu solltest du bereits wissen, was die natürlichen Zahlen sind. Wir schreiben das auch häufig mit diesem Symbol für die natürlichen Zahlen hier. Und du solltest wissen, was die reellen Zahlen sind. Was wir heute machen, ist erstmal, ich rede ein bisschen über Mengen im Allgemeinen und über elementare Operationen, die man mit Mengen so machen kann. Die erste Operation ist die Vereinigung. Schauen wir uns das mal an. Also wir haben a vereinigt b, ist definiert als die Menge aller x, sodass x ein Element aus a ist oder x ist ein Element aus b. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Wir können uns die Menge hernehmen, die die 1 und die 2 hat und die Menge, die die 3 und die 4 hat. Die Vereinigung dieser beiden Mengen ist dann die Menge, die hat die 1, die 2, die 3 und die 4. Man kann das auch mit komplizierteren Mengen machen. Zum Beispiel, wir nehmen uns die Menge aller natürlichen Zahlen n, sodass n gerade ist. Und wir nehmen uns die Menge aller natürlichen Zahlen n, sodass n ungerade ist. Wenn wir diese beiden Mengen vereinigen, bekommen wir einfach die Menge der natürlichen Zahlen zurück. Man kann auch sich beliebige andere, kompliziertere Mengen vorstellen. Wir können uns auch vorstellen, wir nehmen die Menge der natürlichen Zahlen und vereinigen sie mit der Menge der reellen Zahlen. Da passiert nicht besonders viel, weil wir haben ja schon alle natürlichen Zahlen in den reellen Zahlen drin. Das heißt, das ist einfach wieder das Gleiche wie die Menge der reellen Zahlen. Oder noch trivialer, die Menge der natürlichen Zahlen vereinigt mit der Menge der natürlichen Zahlen, also sozusagen mit sich selbst, ist wieder die Menge der natürlichen Zahlen. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel, wenn wir irgendwie eine beliebige Menge hernehmen, nehmen wir wieder sowas wie 1, 2, 3 und wir vereinigen es mit der leeren Menge, da tun wir nichts dabei, das ist sozusagen das neutrale Element. Das heißt, wir bekommen einfach wieder 1, 2 und 3. So. Wie kann man sich das bildlich veranschaulichen? Wir haben zwei Mengen. Ich male die mal mit so Kreisen, das nennt man Venn-Diagramm. Das werden wir in diesen Videos noch häufiger sehen. Wir haben die Menge A und wir haben die Menge B. Die Vereinigung von A und B ist genau das hier. Ja, also das sind alle Elemente, die entweder die in A drin sind oder in B drin sind oder in beiden. Okay. Die duale Operation zur Vereinigung ist der Schnitt. Das schaut wie folgt aus. Wir sagen A geschnitten B ist die Menge aller x, sodass x ein Element von A ist und gleichzeitig auch ein Element von B. Gucken wir uns wieder ein paar Beispiele an. Wenn wir die gleichen Mengen nehmen wie vorhin, 1, 2 und 3, 4, und jetzt betrachten wir den Schnitt und nicht die Vereinigung, dann stellt man fest, es gibt überhaupt keine Elemente, die in beiden Mengen drin sind. Das heißt, der Schnitt ist einfach die leere Menge. Machen wir ein bisschen besseres Beispiel, wir nehmen mal 1, 2, 3, geschnitten mit 3, 4, 5. Da ist tatsächlich was im Schnitt. Und das ist genau die 3. Das heißt, das Resultat hier ist die Menge, die die 3 enthält. Das ist der Schnitt. Nehmen wir wieder die natürlichen Zahlen, geschnitten mit den reellen Zahlen. In diesem Fall kommen da genau die natürlichen Zahlen raus, weil das sind die Zahlen, die sowohl in den natürlichen als auch in den reellen Zahlen sind. Genau, was passiert mit der leeren Menge? Zum Beispiel in natürlichen Zahlen oder irgendwas geschnitten mit der leeren Menge ist immer die leere Menge, weil in der leeren Menge ist ja schon nichts drin. Das heißt, wenn wir fragen, ob irgendwas in irgendeiner Menge drin ist und in der leeren Menge, gibt es auf jeden Fall so ein Element nicht. Also der Schnitt von jeder Menge mit der leeren Menge ist immer leer. Schauen wir uns das Ganze nochmal im Bild an. Ich male wieder unsere zwei Mengen auf. Nennen wir die wieder A und B. Was ist der Schnitt? Der Schnitt ist genau das hier. Das sind die Elemente, die in beiden Mengen drin liegen. Okay, die nächste Mengenoperation, die wir uns anschauen können, ist Teilmenge. Also A ist eine Teilmenge von B. Genau dann, wenn jedes x aus A auch ein Element aus B ist. Nehmen wir wieder so ein ähnliches Beispiel wie vorhin. 1, 2 ist eine Teilmenge der Menge 1, 2, 3, 4. Weil sowohl die 1 als auch die 2 sind auch in der rechten Menge drin. Aber 1, 2 ist keine Teilmenge von zum Beispiel 2,
3, 4. Da die 1 kein Element ist von dieser Menge 2, 3, 4. Das ist keine Teilmenge. Für ein bisschen größere Mengen, zum Beispiel die natürlichen Zahlen, sind eine Teilmenge der reellen Zahlen. Das haben wir gerade schon eigentlich auch gesehen. Also jede natürliche Zahl ist auch eine reelle Zahl. Andersrum gilt es nicht. Also die reellen Zahlen zum Beispiel sind keine Teilmenge der natürlichen Zahlen. Was kann man sich noch anschauen? Die leere Menge ist eine Teilmenge von jeder Menge, also zum Beispiel auch von den natürlichen Zahlen. Die leere Menge ist auch eine Teilmenge von der Menge 1, 2. Warum ist das so? Ich meine, wir sagen ja, wenn x aus a ist, dann ist x aus b. Aber es gibt ja schon gar kein x aus a, wenn a die leere Menge ist. Das heißt, das ist immer wahr. Also die leere Menge ist Teilmenge von jeder anderen Menge. Okay, schauen wir uns das wieder im Bild an. Teilmengen sehen im Prinzip wie folgt aus. Man kann sich das immer so wie zwei Kreise vorstellen, die ineinander enthalten sind. Also hier ist die Menge a und hier ist die Menge b. Und dann gilt, dass a eine Teilmenge von b ist. Wenn wir uns das wieder so vorstellen, wie die Bilder vorhin immer aussahen, nehmen wir das jetzt mal a' und b', dann ist a' keine Teilmenge von b'. Warum ist das so? Weil es hier diesen Teil gibt. Das sind Elemente, die sind, also die x hier, die sind aus a', aber die sind eben nicht aus b'. Das heißt, das ist keine Teilmenge. Okay, eine weitere Operation, die wir uns anschauen können, ist die Komplementbildung. Also a-Komplement, das sind alle die x, die nicht aus a sind. Was man dabei beachten muss, ist, dass man immer sozusagen eine Grundmenge braucht. Was meine ich damit? Ich schreibe es mal einfach für ein Beispiel hin. Wir schauen uns mal alle, ich schreibe denn die jetzt mal n, aus den natürlichen Zahlen an, sodass n gerade ist. Wenn wir jetzt sagen, das Komplement bei dieser Menge in den natürlichen Zahlen, das sind alle die natürlichen Zahlen, sodass n ungerade ist. Also da macht es Sinn, davon zu sprechen, was es heißt, ein Komplement zu sein. Nehmen wir wieder diese Menge 1, 2 her. Was ist das Komplement von 1, 2? Na gut, wenn wir wieder die natürlichen Zahlen als Grundmenge hernehmen, dann ist es einfach alles andere. Dann ist es, also die 0 ist eine natürliche Zahl und dann 3, 4, 5 und so weiter. Aber wenn wir als Grundmenge einfach zum Beispiel die Menge nehmen von vorhin 1, 2, 3, 4, dann ist das Komplement nur 3, 4. Ja, also um zu sagen, was das Komplement ist, muss man immer wissen, in Bezug auf welche Grundmenge man das Ganze betrachtet. Malen wir uns das Ganze nochmal als Bild auf. Also wir haben hier irgendwie unsere Grundmenge. Und wir haben hier irgendwo die Menge a. Dann ist a-Komplement einfach alles das, was in der Grundmenge ist, aber nicht in a. Das heißt, das sieht dann wie folgt aus. Also das hier ist dann a-Komplement. Wenn wir aber keine Grundmenge angegeben haben, ist nicht ganz klar, was das überhaupt heißen soll. Die Differenzen dafür sind ein bisschen allgemeiner formuliert. Also das ist sozusagen die Verallgemeinerung, wenn man möchte, von diesen Komplementen. Also was ist a minus b oder a ohne b ist die Menge aller x aus a, sodass x nicht in b ist. Gucken wir uns einfach noch ein paar Beispiele an. Nehmen wir mal die Menge 1, 2, 3, 4 ohne die Menge 1, 2. Dann bleibt einfach 3 und 4 übrig. Oder wir können uns wieder anschauen, meinetwegen die Menge der natürlichen Zahlen ohne die Menge 1, 2. Dann bleibt übrig 0, 3, 4, 5 und so weiter. Genauso können wir uns auch anschauen, die Menge der natürlichen Zahlen ohne die Menge der, sagen wir, der geraden Zahlen. Das ist einfach die Menge der ungeraden Zahlen. Gucken wir uns das Ganze wieder im Bild an.
Wir haben hier vorne wieder zwei Mengen. Malen wir sie erstmal so. Hier ist unsere Menge A. Das hier ist die Menge B. Dann ist A ohne B genau das. Alles das, was in A drin ist, aber nicht in B. Und in diesem Fall macht es auch Sinn, das zum Beispiel für solche Mengen anzuschauen, die sich so überschneiden. Also wir haben hier die Menge A und hier die Menge B. Jetzt alle Elemente, die aus A drin sind, aber nicht aus B, das sind genau diese hier. Also das ist hier auch wieder A ohne B. Das heißt, wenn man die Differenz anschaut, ist es egal, ob B eine Teilmenge von A ist oder ob B vielleicht auch größer ist, wie in diesem zweiten Beispiel. Das darf durchaus hinausragen. Das macht da keinen Unterschied für die Definition der Differenz. Okay, fassen wir nochmal zusammen, was wir in diesem Video gelernt haben. Wir haben uns elementare Mengenoperationen angeschaut, die Vereinigung, den Schnitt, die Teilmenge und das Komplement. Jetzt gibt es noch mehr Mengenoperationen, die schauen wir uns im nächsten Video an, zum Beispiel die symmetrische Differenz und die Potenzmenge.